Hallo und herzlich willkommen zurück zu, zu dem Horrorabenteuer. Inside, Cold, Dead Inside, ich weiß es schon gar nicht, ich hab's schon vergessen, weil ich schon keine Lust mehr habe, nach der ersten Folge. Ja. Bei euch sind jetzt 2 Tage vergangen, ich spiele das am selben Tag, gerade noch weiter. Aber ich dachte, wir hätten jetzt hier den Strom gemacht für den... für die Tür, aber anscheinend... Oder kommen wir jetzt hier rein? Nee. Da ist ein Fahrstuhl. Aber was können wir denn jetzt... Ich gehe nochmal zu dem Generator. Wir haben den... In der letzten Folge haben wir den aktiviert. Mit Strom versorgt. Hier. Da haben wir das Knöpfchen gedrückt und dann hat alles angefangen zu wackeln. Der steht immer noch da. Was steht da? Wofür ist das? Elektronik-Locks und Elevator. Ah, cool. Nice. Das heißt, wir haben jetzt die Türen geöffnet und den Fahrstuhl aktiviert. Türen öffnen ist bestimmt keine gute Idee, oder? Wir haben immer noch die Level 2 Karte. Da sieht man es da. Die haben wir immer noch da bei uns. Ja, der Fahrstuhl hat Strom, man sieht's. Mit der Level 2 Karte kommen wir dahin. Okay. Hinter der Tür steht jemand, ne? Ich wollte es nur erwähnt haben. Da, da stand doch jemand. Sollte das so sein, dass man durch den Spalt gucken kann, dass der da steht? Das sollte bestimmt so gewollt sein. Oh Gott, ist das dunkel da hinten, sogar mit der Taschenlampe. Guck mal. Oh Gott. Was spiele ich hier eigentlich? Ich guck da nicht hin. Was? Was war das denn? Wir krabbelten immer da. Was soll das? Lass das. So, hier haben wir eine Putzstation, Putzwägelchen. Okay. Ja. Oh. That would come in my hand. Oh nein. Wir müssen also kämpfen. Das wird ja lustig. Vielleicht auch nicht. Vielleicht einfach müssen wir nur Holz zerschlagen. Das hat sicher niemand gehört. Davon bin ich überzeugt. Ach, wir sind wieder hier. Ach, guck mal einer an. Wer auch immer hier ist. Ich habe eine Axt bei mir. Und ich werde sie benutzen. Ja. Davon könnt ihr ausgehen. Das war ja einfach. Aber wenn das doch hier im Abandoned sein soll, warum? Warum funktioniert dann hier alles und so? Das frage ich mich. Das soll doch so ein Lost Place sein, oder? Aber cool sieht das schon aus, muss man sagen. Es sieht verdammt gut aus, das Spiel. This lift is broken. Der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Ich muss irgendwie zurückkommen. Was zur Hölle? Na, großartig. Das wird ja immer besser. Okay, da gehen wir gleich lang. Vor allen Dingen ist alles mit Elektronen. Wir sind im Wasser.
Das ist nicht gut. Okay, Level 3 Karte und ein Zettel. Ich habe keine Idee, doing but anomalous activity exists the dose limit for own safety. Dann, okay, da muss ich jetzt mal eben schnell doch mal eben den Translator mal eben schnell holen. Warte. Haben wir gleich. So, genau. Dann machen wir den hier, warte. So, ich habe keine Ahnung, wie ich das schon gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, was sie dort tun, aber die Anomalieaktivität überschreitet die Dosisgrenze. Öffnen sie zu ihrer eigenen Sicherheit nicht die Luke. Die hier? Und ich gehe davon aus, dass wir die Level 3 Karte mit Sicherheit bekommen werden. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Also haben die hier anscheinend geforscht. Da ist auch was dran. Was steht da? Ich kann das gar nicht lesen. Auf jeden Fall war da ein schöner Smiley drauf. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine überdimensionale Tastatur. Sehr großartig. Das wird immer besser hier. Hallo? Ist da jemand? Anscheinend nicht. Das soll ein Labor sein. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Oh, ein Leuchtstick. Ah, die Tür ist verschlossen. Verdammt. Okay. Das hört garantiert niemand. Wenn hier noch irgendwas Lebensformmäßiges auf der Station ist, wird das wahrscheinlich niemand hören und auch niemanden interessieren. Oh shit. Ist er tot? Was? Lass uns hier rausgehen. Was ist es? Wer ist es? Wir haben einen Schlüssel. A new item acquired. A key from a warehouse. Mhm. Davidson sagte, er will oder möchte quasi das Portal investigieren, also untersuchen. Ich versuche das trotzdem nochmal gerade eben schnell mit dem Übersetzer hier. Relocating equipment after... Davidson sagte, er möchte das Portal untersuchen. Nach einigen Tagen begannen wir, die Ausrüstung dorthin zu verlegen. Wir werden die Anomalie von ihnen untersuchen können. Ich kann es kaum erwarten. Eine Anomalie. Erinnert mich ein bisschen an Stalker, muss ich sagen. Ein Schlüssel zum Warehouse. War hier irgendwo eine Tür? Wer ist das denn? Und ist das schon Level 2, wo wir eigentlich sind? Ich würde gerne mal speichern. Huch. Alter. Was zur Hölle ist das? Das frage ich mich auch gerade. Das ist meine Fleischpeitsche, du verstehst. Um Gottes Willen. Mal was ganz anderes, eine Riesenschlange. Was will sie von uns?
Oh Gott, was furchtbar. The Snake. Oh, hier können wir unsere Karte reinstecken. Passwort. Ich habe kein Passwort. Computer? Wir müssen ein Passwort eingeben. Ich weiß das Passwort nicht. Ist es 1234? 1234. Ist es nicht. Oh, warte mal, hier. Ah, a new access card. Oh, oh nein. Ich kann hier auch kein Passwort jetzt mehr wählen. Wir haben die Karte 3 bekommen. Ja, wir haben die Karte 2, haben wir nicht mehr, anscheinend. Oh nein, wir sollten das lassen. Wir sollten diese Tür nicht öffnen. Um Gottes Willen. Von ihm, wo kam das her? Ich möchte nicht, dass du diese Tür öffnest. Lass es bitte. Da ist doch genau das Ding hingegangen. Die Riesenfleischpeitsche. Oh Gott. Ich bin jetzt bekloppt und geh da rein. Der Zonk. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Ach, ich dachte, es wäre eine Treppe. Oh, eine Leiter. Rainy Night, Errungenschaft freigeschaltet. Warning, Anomalie. Das war, glaube ich, jetzt Level 1, oder? Würde ich jetzt behaupten. Ging jetzt, glaube ich, knapp eine halbe Stunde. Oh, PT oder was? Oh. Oh, mein Kopf. Level 2, Different Dimension. Verschiedene Dimensionen. Gleich kommt hier Ayman Abdallah und ermittelt. Galileo Mystery. Was steht da? Denn. Steht da Dead? Nee. Doch Dead End steht da, ne? Dead End. Aber wir sind doch jetzt wo ganz anders. The concrete is still wet. Das Zement ist sehr nass. Okay. I won't touch this. I don't want end up without... Keine Ahnung. It's weird. Sounds behind the door. Aber sind wir jetzt jemand anders, oder? Weil wir waren noch im ganz anderen Raum. The door won't budge. Die Tür wird sich nicht öffnen lassen. Wir müssen irgendwas finden. Die Frage ist nur, was? Maybe I try knock the door down. I don't say any more other options. Achso. Hab ich gar nicht gesehen.
Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Ich, deine Kondition geht gerade zur Neige. Ja. Oh, ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube, ich muss mich hinsetzen und ein kurzes Weilchen mich ausruhen. Das gemacht ist. Oh Gott. Das muss ich übersetzen. Das ist, ja. Gut, ich versuch's mal. Ich versuch mein Glück. Warte mal. Hallo, stell doch mal scharf. Stell doch mal scharf, Mann. Kannst du sonst auch immer. Machen wir so. Okay. Nachricht eines Wissenschaftlers, glaube ich, ist es oben. Na, so. Notiz eines Wissenschaftlers. Wilson verlor 2 Stunden nach der Teleportation den Verstand. Er warf sich auf mich und versuchte, mich zu töten. Ich habe ihn kaum abgewehrt. Es schien, dass die Teleportation ihn nachteilig beeinflusst hat. Im Moment steht er ganz still auf seinem, auf seinen Gassen. Im Moment steht er ganz still. In the moment. Right now he's standing on his knees. Achso, er kniet sich gerade nieder wahrscheinlich. Oder er muss sich hinknien. Ein weiteres Problem ist, dass ich mich in einer Schleife gebracht habe. Ich war immer in der Lage, es zu brechen. Aber dieses Mal ist es komplizierter. Also stieg ich aus. Ja, die Schleife, die haben wir ja schon gerade kennengelernt. Da waren wir auch. In so einer Art Zeitschleife. I can't move him at all as he turned into the store. Hallo? Also sind wir halt in so einer Zeitschleife gerade. Alter, das Spiel. Ich will das nicht mehr spielen. Oh Gott, das ist furchtbar. Alter. Okay. Note from Oliver. Turn your back on this wall. Drehe deinen Rücken zur Wand. Wo ist Oliver? Wir sind also noch wir. Wir wissen nicht, wie wir in den Raum gekommen sind. Keine Ahnung. Ach du Heiliger. Was war das denn? Da war gerade... Ich habe keine Taschenlampe mehr übrigens, oder? Nee, habe ich nicht mehr. Ja, das war ich nach der letzten Aufnahme.
geht's denn jetzt weiter? Hier? Nein, okay. Eine Notiz, die werden wir natürlich lesen. So, warte. Übersetz sie mal eben schnell, weil jetzt geht's los mit... Jetzt geht's los mit informativen Texten hier. So, Deadmans Notiz. Wenn Sie diese Notiz lesen, bedeutet dies, dass ich bereits tot bin. Wie um alles in der Welt bin ich zu diesen Idioten gekommen. Jetzt sitzen wir in diesen Vierteln fest und warten auf unser Schicksal. Wasser und Essen ist uns gestern ausgegangen. Es gibt schreckliche Geräusche hinter den Mauern, als würde eine Art Monster versuchen, hierher zu kommen, um uns zu fressen. Trotzdem hoffe ich, dass niemand diese Notiz liest und wir gerettet werden. Ja. Anscheinend ist es nicht so passiert. War Oliver hier? Möglicherweise vielleicht. Man weiß es nicht. Kommt das näher? Das kommt näher! Alter! Oder? Oder bin ich verrückt? Jetzt ist es rechts. Geh da lang! Geh da! Ich kann da nicht lang gehen! Was ist das? Hör, geh schneller! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Toll! Ist es die Anomalie? Ich glaube, es ist die Anomalie. Das won't open. Ich glaube, die Anomalie kommt. Was ist denn das? Ich krieg's nicht offen. Es wird sich nicht öffnen lassen. Warum? Wieso? Ich will nicht mehr.